wieder einmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Evoland 2. Ja, wir haben endlich nach 8000 Jahren die Nymphenträne und die bringen wir jetzt in den Nymphenwald, damit wir auch dort das letzte Schlüsselteil für den Zeitschlüssel finden. Wir dürften den Wald ja nur betreten, wenn wir eine Nymphenträne haben, und jetzt haben wir sie. Bum, bum. Da ist der Toro. Ihr habt eine Nymphenträne. Im Heiligen Hain verschmelzen verschiedene Zeitalter. Passt also auf. So. Endlich sind wir durch. Gott, das waren Zeiten. Sound. Oh. 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 Alles klar. Ja, also müssen wir mal gucken, ob ich jetzt einmal kurz die Zeit wieder ändern muss oder so. Ah, es gibt halt nur diese zwei Zeitalter hier. Okay, sehr schön. Das gefällt mir. Okay, das ist gut. Dann wird es nämlich nicht so... Guck, da ist der Baum noch genauso böse. Oh. Hallo, ich will hier drauf. Verpiss dich, Mensch. Ah, okay, es gibt das doch. Dieses Zeitalter. Genau, da waren die Bäume so steinalt. Mhm. Pisser. Ah, hier kam er jetzt durch, okay. Weg. So, jetzt sind wir wieder zurück. Da sind diese scheiß Bohnen immer noch. Weg, 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 weg. Weg. Alter. Da sind nämlich noch kleine Samen, die kleinen, diese Moorrüben. Seht ihr? Und jetzt kommen wir hier durch. Toll, oder? Jetzt kommen wir hier nicht mehr durch. Aber wieder in die Zukunft. Geht damit nicht. Okay, aber ich weiß ja, ob jetzt nicht, ob ich... Ja, wir gehen nochmal kurz zurück in die Zukunft, in die Vergangenheit. In die Vergangenheit. Die Gangheit vergonen. Ah, okay, da war doch richtig, dass ich den zurückgeschoben habe. Alles klar, das wusste ich jetzt nicht. Das habe ich ja nicht gesehen. Ich bin ja direkt auf diese Scheiß... Quadratchen Young, gell? So, dann könnt ihr nämlich hier wieder, kannst du wieder dahin gehen. Los! Weg ist safe. Zu jetzigen Zeiten sind sie noch so jung.
Warte, da brauche ich, glaube ich, Klöte für. Ja. Ja. Hier geht das nicht mehr, weil die Zeit schon vergangen ist. Ah, okay, okay. Ich weiß, was ich machen muss. Ja. Klöte Max mal ganz kurz. Danke. Eisweg, jetzt geht's wieder rüber. In eine andere Zeit. Okay. Ah, okay, ich muss gucken, dass er... Zack, 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 zack. Zack, 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 zack und zack. Hängt der jetzt, richtig? Ja, er sitzt da unten in der Ecke. Okay, versuchen wir mal, ob wir das irgendwie aktivieren, ob wir den irgendwie schieben können mit Hilde. Nee. Gut, krass schon, gell? Ihr seid gekommen, um unseren Hüter zu helfen? Mein Volk und ich werden euch weiterhelfen. Hört auf uns, wenn ihr nicht weiter wisst. Wenn sie groß genug sind, können sie Tomatos verhindern? Oh. Hallo, wir haben Reden. War das jetzt schon der Tipp? Ah, guck mal hier. Stern. Fakt ist Stern. So, jetzt nochmal bitte. Wenn sie groß genug sind, können die Tomatos verhindern, dass euch die Sadisten finden. Ja, das heißt, er müsste davor stehen bleiben. Und wie mache ich denn das? Ach, ich weiß wie. Guck mal. Ganz einfach. Ja, genau so, in etwa. Gucken, ob es klappt. Geklappt hat. Nee, sieht aber nicht so aus. Was ist das? Schade, ich dachte, ich kann da vorbei. Ja, ja, ich dachte, ich kann da vorbei, wenn, der da vorbei... Ah, okay, andere Methode.
So. Mal. Geil. Nein! War ja klar. Nicht in dem Zeitalter hier. Ich krieche ihn jetzt am besten weg. So. Ah, es geht um ein anderes Zeitalter. Nee, runter geht er nicht. Nee. Krieche ich sogar den Mistpimmel. Ja, dann zurück in die andere Zeit. War schlecht. Ja, spring weiter. Schnell. Oh Leute, jetzt dann häng ich hier fest. Hierher kommt und mich stört wer? Oh Gott, Yoda. Achtung, Erekti! Er sieht ziemlich zäh aus. Verlasst euch auf mich, Erekti. In diesem Kampf werde ich mich einsetzen. Wartet, das ist ganz bestimmt der Hüter des Waldes. Wow. Kaum zu fassen, dass ich ihn um ein Haar gehäckselt hätte. Tut uns aufrichtig leid, Herr Hüter. Euer Gnaden. Ich bin mir gewiss, ob er uns versteht. Er scheint mir ziemlich angegriffen zu sein. Versuchen wir mit der Nymphenträne, ja. Von dem üblen Einfluss der Sadisten geheilt ihr mich habt. Danken, ich euch möchte, Jünglinge. Ich bin froh, dass es euch besser geht, Hüter des Waldes. Die Hüter, denen wir bisher begegnet sind, waren etwas aggressiver. Belohnen ich euch muss, ja. Leider nur wenig ich besitze. Das Orakel meinte, die Magi hätte euch ein Fragment des Magischlüssels anvertraut. Tatsächlich dieses Fragment ich habe. Und euch geben ich es werde. Gut darauf aufpassen, ihr werdet, gefährlich dieses Fragment ist. Wir werden alles daran setzen, das nicht zu vergessen, ehrwürdiger Yoda-Baum. Easy. Und trotzdem traurig ich bin. In diesem heiligen Hain gefangen ihr jetzt seid. Gefangen? Aber warum denn? Den heiligen Hain überflutet, die Sadisten haben. Entkommen Fremde nicht können, achso. Das ist ja furchtbar. Ich kann hier nicht festsitzen. Die Macht ich in euch fühle, Jünglinge. Dabei helfen ihm, ihr vielleicht könnt. Ihm? Der Macht? Welcher Macht? Es finden vielleicht, ihr könnt. Aber ganz bestimmt euch finden, es wird. Was für eine merkwürdige Ausdrucksweise. Wir müssen es finden, Erekti. Was auch immer das heißt. Der Gedanke, den Rest meines Lebens hier festzusitzen, gefällt mir kein bisschen.
Ups. Alter, wie das Vieh ausflippt, Alter. The fuck? Junge. Puppelfischer, ey. Hey! Warum weckt ihr mich denn auf? Oh Mann, ich habe doch bloß so um die 12 Jahre geschlafen. Ich will meine Ruhe haben. Was macht ihr hier? Und wer genau seid ihr überhaupt? Was? Ihr seid hier, weil ihr nach dem Magi-Dingen sucht? Und jetzt sitzt ihr im Hainfest? Hahaha, ganz schön dumm. Wärt ihr bloß nicht hergekommen? Ja, ja, Link. Nee, wie heißt sie? Zelda? Nee. Wie hieß denn nochmal diese Fee? Keine Ahnung. Was? Ihr wisst nicht, wie man dieser Disk vernichtet? Ach, kommt schon. Ein Kinderspiel. Ein Kleinkind würde das hinkriegen. Ihr müsst nichts weiter tun, als ein Baumodil bitten, sie auszuräuchern. Was? Ihr wisst nicht, wie man mit Waldviechern spricht? Ihr Menschen könnt wohl nichts besonders viel, was? Aber stark seid ihr. Diese faulen alten Baumodile rühren sonst keine Kralle, doch ihr habt sie bewegt. Ich habe euch gesehen. Hä, du hast doch geschlafen. Ich sag euch, was wir machen. Ich helfe euch, Baumit plaudern. Und ihr helft mir, dieser Disten auszuäuschern. Ja, die heißen bestimmt anders, aber als egal. Jo. Habe es ganz vergessen, mich vorzustellen. Navi? Really? Nutwi, so. Und beschwert euch bloß nicht über meine Vorliebe für Smalltalks. Wow, jetzt habe ich noch einen. Jetzt habe ich hier... Alter Schwede. Das ist hier wieder Totoro. Wie soll ich denn hier durchkommen? Ach so, ich weiß, wie ich hier durchkomme. Ah, okay. Sie ist also nur in einer bestimmten Zeit. Okay. Okay, und darum brauche ich dann die Zukunft, damit ich hier durchkomme. Ich bin in einer anderen Zeit, kapiert? Ja. Oh. Komm, scheiß auf die ganzen Truhen, ey. Ich will hier raus. Oh lol, das war natürlich so toll, schlau wie eh und je. Jetzt sind wir aber ganz weit in der Vergangenheit, oder? Weil jetzt kann ich hier auch nicht rufen. Ja, okay. Die Fresse. Das heißt, ich muss wieder nach hier? Apfel.
Ah, wir brauchen den noch. Gut, 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 gut. Ich habe eine Idee. Ach, wie süß. Also ein kleiner Mini-Apfel. Es hilft mir nicht weiter. Lol, geh doch bitte weg. Es geht, ich bin mir sicher. Vielleicht doch nicht. Vielleicht soll ich den Apfel ja auch vernichten. Genau so. Wenn der Apfel nämlich in der Gegenwart nicht ist, ist der in der Zukunft dort. Tada. Die Kackfresse ist auch am Pennen. Stellen wir den schon mal parat, weil wenn wir mit Navy wieder sprechen müssen, oder mit Nutvi, wie auch immer. Weg. Weg. So, müssen wir jetzt einmal wieder zurück. Katsching. Ne, wir müssen sogar noch weiter zurück. Also nicht noch weiter zurück, aber wir müssen jetzt wieder in die Gegenwart. Oh ne, die existiert hier nicht. Weil da können wir wieder Navy benutzen und die kann den Sadisten töten. Der uns hier ja irgendwie im Weg stand oder so. Kein Plan. Oh lol, das ist jetzt ein bisschen Scheibenkleister. Achte. Mhm. I chose you, Nuttenschuh. Boah, ich krieg Hunger, Leute. Das ist ganz schön anstrengend. Immer dieses Hin- und Hergelaufe, weil das so aufnervt regt. Käse. Ja, er schläft. Ist ja gut so. Achso, jetzt müssen wir wieder zurückschieben. Genau. Da war was. Jetzt haben wir es aber. Ja.
Wir haben es geschafft, Direkti. Wir haben den Heiligen Hain fast verlassen. Jetzt müssen wir nur noch in unsere eigene Zeit zurückkehren. So wie hier. So, endlich haben wir es geschafft. Wir sind draußen. Tut mir leid, Freundchen, ich kann diesen Wald nicht verlassen. Feen wie ich außerhalb nicht überleben. Außerdem eine Frage der Quantenphysik. Ich kann nämlich nicht gleichzeitig in allen Zeiten und an mehreren Orten sein. Müll, bla bla bla. Ja, es war schön, dich kennengelernt zu haben. Nutvi. Mir egal, ob das was hier in der Nähe ist oder nicht. Wir sind draußen und ich würde sagen, wir machen dann in der nächsten Folge weiter und geben dann die ganzen Fragmente-Schlüssel ab und gucken, was dann passiert. Haut rein, bis dahin. Tschüssichen.